geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video mit dem wunderhässlichsten Menschen der Welt. Revenzeit ist es. Hey, Lukas. Lukas. Ich war noch nicht fertig mit dem Satz. Revenzeit ist es nicht. Okay. Es ist der Vive. Meine lieben Freunde, Vive ist wieder mit dabei und sieht wieder extrem beschissen aus. Er hat nämlich gerade, glaube ich, 30 Minuten gebraucht, bis er sein Greenscreen mal aufgebaut hat. Lukas, wir können das nachvollziehen. Es ist auch sehr anstrengend. Leute, anstrengend ist auch die Mutter von Lukas und deshalb machen wir heute Witze über sie. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten Witz. Und zwar, Lukas, deine Mutter bekommt Höhenangst, wenn sie auf dem Bauch schläft. Ja, moin! Der war natürlich direkt zum Anfang richtig krass. Ich hau mal noch einen kurzen Chuck Norris-Witz raus, weil ich habe heute nicht ganz so viele deine Mutter-Witze. Lukas, stopp, im Titel steht deine Mutter-Witze. Egal, dann machen wir das jetzt einfach alles mit deiner Mutter. Pass auf. Deine Mutter wirft eine Granate und tötet 20 Menschen. Danach explodiert sie. Lukas, der Witz dabei ist komplett zerstört. Also, wo ist der Unterschied zwischen deiner Mutter und Schreck? Der Bart, weil Schreck hat keinen. Ich dachte gerade, was? Ja. Deine Mutter zupft sich die Augenbrauen mit einer Rohrzange. Was? Nice, Alter. Genau das der Sound. Deine Mutter frisst Erdnüsse, nimmt direkt eine Apfeltablette, schaut auf den Boden und freut sich über das Snickers. Chuck Norris klebt Tische unter die Kaugummis. Lukas, immer noch falsch. Lukas, deine Mutter ist so dumm, die fragt den Burger King nach der Weinkarte. Entschuldigung, könnte ich vielleicht mal die Weinkarte haben? Ah, warte, hättest du mir jetzt nicht erklärt, wie man das sagt, hätte ich es nicht verstanden. Ich hasse dich so sehr. Pass auf. Was passiert, wenn man beim Ikea beim Clown erwischt wird? Keine Ahnung. Die vermöbeln dich. Pass mal auf, ein bisschen längerer Witz jetzt, aber deine Mutter kommt auch noch vor. In der Hölle sagt der rote Teufel mit dem großen roten Eimer zum kleinen roten Teufel mit dem kleinen roten Eimer: Ey, geh mal raus in die Welt und klau mal was für mich. Sagt der kleine rote Teufel: Okay, kein Problem. Läuft durch die Welt, geht an die deutsche Grenze. Sagt er zu dem Typ am Zoll: Hallo, ich bin der kleine rote Teufel mit dem kleinen roten Eimer und ich würde gern was klauen. Sagt der Deutsche: Nee, hau mal ab, wir haben schon die Merkel, wir haben nichts zum Klauen. Okay, sagt der Teufel. Läuft weiter, geht zur türkischen Grenze. Geht da auch hin und sagt: Ich will gerne was klauen. Sagen die: Nee, wir haben schon Erdogan, der klaut schon alle selber. Sagt er: Okay, geht weiter an die polnische Grenze. Sagt: Hallo, ich bin der kleine. Ach, fuck off. Warte. Sagt: Ich bin der kleine rote Teufel mit dem kleinen. Wo zum. Du bist noch beschissen als Mario Bart, Junge. Halt die Fresse! Polnische Grenze und sagt: Hi, ich bin der kleine rote Teufel mit dem kleinen Rover. Warte mal, wo ist mein Eimer? Lach mal gerade, der war nämlich echt gut. Okay, Lukas, deine Mutter sitzt im Kohleautomaten. Der war wirklich gut. Deine Mutter arbeitet im Kohleautomaten und gibt Wechselgeld. Mhm. Und deine Mutter kriegt bei Fressen auf einer Kasse ein Leckerli. Dumme Alte. Ist gut, ne? Ist gut, ist gut. Ja. Schubst seinen siamesischen Zwilling, sein Bruder von der Brücke. Bro, die fallen dann bald. Also, ich glaube. Okay, Lukas, ich glaube, deine Mutter hat dich beim Schrottwichteln gezogen. Kann das sein? Ja, das kann gut sein. Okay. Deine Mutter ist so hässlich, Gott musste sofort das Licht ausmachen, nachdem er gesagt hat, es werde Licht. Verstehst du? Weil. Ja. Pass mal auf, der nächste ist echt geil. Okay, ich wollte ein Restaurant mit Pferdefleisch aufmachen, aber der Spruch: Gestern geritten, heute mit Fritten, kam nicht so gut. Wenn deine Mutter tanzen geht, bekommt der Begriff Walzer eine ganz neue Bedeutung, Digga. Was ist der Unterschied zwischen einem Epileptiker und einer Streuselschnecke? Die eine ist mit Zucker und Zimt, der andere sitzt im Zimmer und zuckt. Deine Mutter schielt und führt mit sich selber ein Vier-Augen-Gespräch. Was? Was? Pass auf. Komm bitte zurück, ich hab das alles nicht so gemeint. Du brauchst nicht abzunehmen. Sie, du weißt, was ich hören will. Der so: Entschuldigung, sie nicht ganz. 3 Worte, 12 Buchstaben und ich verzeih dir. Ich hab Essen. Deine Mutter ist so fett, immer wenn sie mit High Heels rausgeht, kommt sie mit Flipflops zurück. Alles klar. Okay. Wenn sich deine Mutter im Bett rumdreht, liegt sie immer noch in der Küche. Was? Warum liegt? Wo ist der Unterschied zwischen deiner Mutter und Milch? Ja, Milch gibt's halt in der fettarmen Variante. Ach, und meine Mutter nicht, oder? Ja. Oh, nee, weil ist halt ziemlich fett. Pass auf, Melissa, Murat ist so ein Streber, sagt der Lehrer. Sei lieber nett zu ihm, vielleicht wird er mal dein Chef. Murat, ich hab nicht vor, einen Puff aufzumachen. Junge. Das Problem ist, ich hab keine Witze mehr. Okay, bei deiner Mutter liegt dein Gästebuch neben dem Bett.
Ah, damit man einträgt, wer im Bett geschlafen hat, ne? Richtig. Lukas, ja? Ich weiß nicht, dass... Deine Mutter stinkt sogar auf Fotos. Was hat Michael Jackson zu einem Kind, welches auf seinem Schoß sitzt? In dir steckt bald ein richtig großer Sänger. Oh, wenn euer Hund im Auto furzt, macht deine Mutter die Scheiben hoch. Warum? Was? Wenn deine Mutter pupst, klatschen die Stinktiere respektvoll Beifall. Mama, warum bekomme ich meine Weihnachtsgeschenke eigentlich schon im Dezember? Ja, weil du im Oktober stirbst. Ja, weg. Ich meine, oder? Kennst du es nicht? Ich kenn's. Nee, doch. Deine Mutter hat Hausverbot im Zoo, weil die Tiere es verstört, wenn sie kommt. Mama, warum sterben die Leute in unserer Familie eigentlich immer so plötzlich? Mama? Mama! Mama! Weil sie gestorben ist. Ah, okay, man weiter. Hat deine Mutter mit der Brotkruste aus dem Wald genommen. Sohn? Vater? Okay, Schatz, ich habe all dein Spielzeug ans Kinderheim gespendet. Hä, warum hast du das gemacht, Papa? Damit ihr da nicht langweilig wirst. Jetzt steig ins Auto. Lukas? Aber ganz wichtig, deine Mutter tanzt Limbo durch das Brandenburger Tor. An die Frau, die nachts immer so laut an meine Tür klopft. Mann, es reicht mir jetzt, du kommst doch nicht raus. Wenn der Geier ausstirbt, ist deine Mutter wieder der hässlichste Vogel. Ja, der war witzig. Eine Oma zum Arzt. Wo ist eigentlich das Herz? Der Arzt, ca. 2 cm in der Brustwarze. Nächsten Tag in der Zeitung. Frau wurde Selbstmord begangen und schoss sich ins Knie. Weil es eine Oma ist, weil ihre Brustwarzen so tief hängen. Verstehst du? Oh mein Gott. Yeah. Interessant. Ich hab den echt nicht geblickt am Anfang. Aber war lustig, oder? Nee. Ja, gut. Die NASA hat angerufen, deine Mutter zieht uns aus der Umlaufbahn. Umlaufbahn. Fritz ist ein Freund. Mein Opa ist verstorben. Wieso das denn? Er hat sich mit dem Hammer den Daumen gehauen. Dann stirbt man noch nicht. Ich weiß, er wollte nicht aufhören zu schreien, also haben wir ihn erschossen. Er war in der Apotheke. Ich hätte gerne eine Schachtel Kondome. Gerne. Wollen Sie auch eine Papete dazu? Nee, sie ist eigentlich ganz hübsch. Nee, ich dachte eher für sie. Weil du hässlich bist. Aha. Mhm, ja. Okay. Deine Mutter arbeitet beim Dixi-Klo. Was? Das war's? Ja. Du siehst... Stell dir mal in den Kommentaren, was soll ich okay, sagen? Okay, okay, okay. Was hältst du hiervon? Deine Mutter ex hinter der Schattenwand von Britt 2 Flaschen Wodka. Stell dir mal vor. Dann... Er hat sie dann das einfach geäxt. Deine Mutter ist so dermaßen arm, sie kriegt sogar bei Monopoly Sozialleistungen. Korrekt. Das Lieblingsgetränk deiner Mutter ist Wurstwasser. Wer kennt's nicht? Bah, Alter! Junge! Aber ich muss echt sagen, Wurstwasser, ich finde das nicht mal ekelhaft. Was? Ja, aber keine Ahnung, das ist einfach nur salzig, bist oder? Bist du krank ekelhaft? Ich trink das ja nicht. Du trinkst das einfach, du Fettsack! Ich du bist so eklig! Aber du bist so widerlich! Ey, Junge! Deine Mutter ist die Synchronisationsstimme des Terminators. Deine Mutter stöhnt beim Pupsen. Was? Oh. Deine Mutter hält bei GTA an den roten Ampeln. Deine Mama hat in den Vorhof geschissen, bitte wegmachen. Deine Mutter ist mit dem Fortnite-Bus abgestürzt. Deine Mutter kämmt sich den Rücken. Okay. Deine Mutter ist so fett, wenn sie vor deinem Haus steht, habt ihr 3 Tage lang kein WLAN. Ah, okay. Aber, ich meine, das WLAN ist ja im Haus, also... Aber... Deine Mutter heißt Relaxo und versperrt leider den Gotthardtunnel in die Schweiz. Deine Mama uriniert ins Kinderbecken. Stell dir das mal vor. Deine Mutter zieht sich die Hose aus. Deine Mutter schreckt mit ihrem Gesicht die Eier nach dem Kochen ab. Deine Mutter ist so fett, Terroristen benutzen sie als tickende Fressbombe. Was? Deine Mutter hatte Sex mit allen 4 Ludos. Gleichzeitig. Deine Mutter hat angerufen, soll seinen Vater vom Ballett abholen. Was vollkommen okay wäre, wenn mein Vater Ballett machen würde. Deine Mutter ist wie ein Geländewagen, groß, schwarz und es passen 6 Bauarbeiter rein. Deine Mutter furzt laut im Auto und sagt, lass bloß die Fenster oben. Deine Mutter hat die faltigsten Eier im Seniorenheim. Wenn deine Mutter baden geht, rufen die Kinder, wer zuerst auf der Insel ist. Als gestern ein Zug deiner Mutter kommen sah, hat er sich vor sie geworfen. Deine Mutter schaut sich Pornos 2-mal an, um die Geschichte zu verstehen. Deine Mutter ist so
fett, sie braucht dann jedem Handgelenk, nur weil sie einfach in zwei verschiedenen Zeitzonen steht. Deine Mutter ist so fett, wenn sie ein Selfie speichert, verbraucht sie zwei SD-Karten. Was? Das macht überhaupt keinen Sinn! Das macht auch gar keinen Sinn! Wenn deine Mutter auf die Waage geht, steht im Display, oh mein Gott. Deine Mutter ist so fett, wenn sie in der Elbe baden geht, kommt die Bundeswehr, um Staudämme flussaufwärts mit Sandsäcken zu befestigen. Mit was für einem Sand? Sandsäcke, damit der Fluss nicht übertritt, weil die so dick ist. Welcher Sand? Welcher Typ Sand? Ach so, Kies. Quarz-Sand. Jetzt verstehe ich den auch. Mhm. Wenn deine Mutter sich auf die Waage stellt, steht im Display, bitte einer nach dem anderen. Deine Mutter ist wirklich die Beste im Jagdverein. Sie braucht nur einmal in den Wald gehen und schon ergeben sich die Tiere und kommen von ganz alleine raus. Deine Mutter hat Schulden beim Kaugummi-Automaten. Boah, das ist ein Klassiker. Deine Mutter ist so krank fett, wenn sie auf das Sprungbrett geht, sagt der Bademeister, hey, Moment mal, wir hätten da oben das Auto geparkt. Deine Mutter ist so fett, als sie letztes Mal im Japan baden war, kam ein japanisches Fischerboot, um sie zu harponieren. Warum kann deine Mutter nicht sterben? Die ist so fett, der Tod kommt nicht mal an sie ran. Wenn deine Mutter 50 Kilo hat, dann ist das so, als würde man beim Telefonbuch eine Seite rausreißen. Deine Mutter braucht eine behördliche Genehmigung für Spazierengehen. Was antwortet, wenn... Jetzt warte, kennst du den noch früher bei der Schule, war immer voll gut. Deine Mutter heißt Udo und züchtet Schweine auf dem Dachboden. Das war's mit diesem Video, meine Freunde. Schaut auf jeden Fall bei Vi vorbei. Hallo? Ciao. So mit dem Feuerzeug so ein bisschen... Tschüss, Leute. Das ist geil. Ja.